Hallo und herzlich willkommen bei Pascals Grill & Barbecue. Ja, heute zeige ich euch, wie man richtig leckere Roastbeef Sandwich macht und was wir dafür brauchen, wie das geht. Darum geht's jetzt. So, hier habe ich einmal natürlich das Roastbeef liegen, einen schön drei große Steaks geschnitten. Und zwar hatte ich die vorher eingelegt. Ich habe da einfach so eine Auflaufform genommen. Und da war drin 500 ml Rotwein, 250 ml Sojasauce, 4 Esslöffel Balsamico-Essig, 3 Esslöffel brauner Zucker, 3 Knoblauchzehen, ein bisschen Pfeffer da reingemacht, 120 ml Olivenöl und das war's auch schon. Die Zwiebeln hier, die hatte ich genauso eingelegt gehabt, nur bei den Steaks kam nachher noch Natron dazu, das kommt bei den Zwiebeln nicht dazu. Dann habe ich hier noch ein Topping vorbereitet, das ist mit Meerrettich angerührt. Und mit saurer Sahne, also Sauerrahm. Dann ist da noch Thymian drin. Hier habe ich ein bisschen frische Kresse schon fertig abgeschnitten. Und natürlich noch ein paar schöne Brötchen dazu und ein bisschen Salat. Dann wollen wir auch gerade schon loslegen. Gehen wir ab an den Grill und die Steaks drauf. Hier haben wir auch schon wieder in unserem Grill links unsere direkte Hitze. Wie zu sehen, da legen wir jetzt unsere Steaks einfach oben drauf. Einmal, zweimal und dreimal. So, in der Zeit, wo jetzt unsere Steaks da drauf liegen, können wir auch schon unsere Zwiebeln, unsere Förmchen legen. Da habe ich jetzt hier einfach so ein paar kleine Grillförmchen, sage ich mal. Habe ich irgendwo mal mitgenommen, ich weiß gar nicht, wo ich sie mal her hatte. Habe ich auch schon eine ganze Zeit lang. Da geben wir jetzt unsere Zwiebeln rein. Bisschen verteilen. Mal gucken, ob sie auch vielleicht alle in eine passen. Da brauchen wir die zweite überhaupt nicht. Sieht bis jetzt so aus, als kriegen wir die auch alle in eine rein. Dann einfach drauf damit. Ein großes Gedeih halten. Ja, das passt. Einmal frei. Wie gesagt, die Zwiebeln waren genau derselben Marinade, nur dass hier das Natron nicht drin ist. Das gibt man erst bei den Steaks, wenn die nachher in der Auflaufform drin sind. Man hat seine Marinade da drin, rührt man das Natron noch unter, legt seine Steaks rein. Das kann dann mal ein bisschen schäumen, das ist ganz normal durch das Natron, ist überhaupt nicht schlimm. Braucht man sich doch gar keinen Kopf drum machen. Jetzt nehmen wir unser Fännchen, packen es noch mit auf den Grill, stellen es erstmal kurz neben in die indirekte Hitze, aber ziemlich dicht an die Wärmequelle. Und später schieben wir es auch mal rüber, dass wir die natürlich schön glasig anschwitzen können. So, unsere Steaks sind auch schon so weit, dass wir sie drehen können. Einmal geschnappt, rum damit. Ah, die haben schon richtig schön Farbe gekriegt, so wie ein Steak aussehen muss. Tolle Röstaromen gibt das. So, einfach liegen lassen. Jetzt lege ich hier neben noch mal meine Brötchen mit hin. Und dann lassen wir die einfach auch noch mal, also mit der Innenseite auf den Rost. Ruhig in die indirekte Hitze, da verbrennen sie uns nicht so schnell. Dann lassen wir sie auch noch mal kurz mit anrösten. So, tun wir mal hier schön zwei Stück mit draufpacken, machen den Deckel wieder zu und warten ein paar Minütchen. So, jetzt gucken wir noch mal, was unsere Steaks machen und die Brötchen. Das sieht schon mal richtig gut aus. Die legen wir jetzt einfach hier neben an die Seite in unseren indirekten Bereich. Lassen sie da jetzt schön auf unsere Kerntemperatur, würde ich sagen, so von 56 Grad ziehen. Dann haben wir da ein einwandfreies Stück Steak. Die Zwiebeln schieben wir jetzt gerade mal hier rüber auf die direkte Hitze, dass sie jetzt schön anfangen können zu brutzeln. Die blodern schon ein bisschen. Unsere Brötchen haben auch schöne Röstaromen bekommen. Die nehmen wir jetzt auch einfach runter vom Grill, legen sie zur Seite. Und die Zwiebeln müssen wir natürlich gleich noch zwischendrin immer mal ein bisschen drehen. Das ist natürlich auch von jeder Seite schön angebraten nachher sind. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass einem gerade dabei verbrennt bei der ganzen Geschichte. Ich nehme jetzt hier einfach mal zwei handelsübliche Gabeln, drehe den ganzen Spieß hier mal so ein bisschen durch und um. Ja, so wie man es halt zu Hause in der Pfanne auch macht. Habt ihr jetzt solche Förmchen nicht, ist das alles überhaupt kein Problem. Ihr könnt das natürlich auch genauso gut in der handelsüblichen Pfanne bei euch zu Hause auf dem Herd machen, das da schon vorbereiten. Das geht natürlich genauso. So, jetzt lassen wir das Ganze mal kurz liegen, lassen unsere Steaks auf Temperatur kommen und schön nachziehen, dass wir nachher eine Temperatur von 56 Grad haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt schauen wir mal nach. Jetzt müsste es soweit sein, dass unsere Steaks fertig sind.
Die Zwiebeln sind auch schon fertig. Die habe ich zwischendrin, wie gesagt, immer mal schön gewendet. Die sind ja schön glasig angeschwitzt, so sind die auch schon genau richtig. Schieb's mal kurz von der direkten Hitze runter. Wie gesagt, da müsst ihr immer dabei sein, hinterher sein und immer schön umrühren, durchmengen mit den Gabeln oder was ihr eben immer nehmt, ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr rührt sie schön durch und wendet sie immer mal so ein bisschen hin und her, damit sie euch nicht anbrennen. Jetzt gehen wir da auch gerade schon mal rüber und bereiten unseren Burger mal vor, beziehungsweise unser Sandwich. Und dann belegen wir mal das Ganze. Dann schauen wir mal, wie unsere Steaks geworden sind. Ich denke mal richtig gut, so wie das auch sein soll. Jetzt habe ich ja hier schon meine vorbereiteten Brötchen. Nehme ich jetzt einfach hier mal so ein paar, so ein bisschen Salat, ein bisschen was Gesundes muss ja auch mal da drauf, ein bisschen Farbe, das schadet ja alles nie so. Ne? Ist natürlich gewaschen worden, braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Schön hier drauf gepackt. Nehme ich mir ein paar von den Zwiebelchen hier. Könnt ihr, upsala, da fällt schon die Hälfte runter, da sehen wir, immer sehr geschickt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, gibt ein bisschen mehr drauf, ein bisschen weniger, wie es euch lieber ist, bleibt ganz euch überlassen. Wie viel ihr da jetzt drauf machen wollt davon, ganz nach Geschmack und Belieben draufpacken oder auch von der Menge her. Wie gesagt, wer gern viel Zwiebeln isst, macht sich ein bisschen mehr drauf, wer nicht, ein bisschen weniger. Wer es überhaupt nicht mag, kann es auch gerne weglassen. Müsst ihr auf jeden Fall mal nachmachen hier. Das ist richtig geil mit den eingelegten Zwiebeln. Prima Geschmack gibt das nachher. So, das haben wir jetzt schon soweit vorbereitet. Jetzt holen wir unser Fleisch vom Grill. So, kurz ein bisschen zur Seite legen. Holen wir das nächste auch noch gerade runter. Wollen wir das alles auch mal anschneiden. Hier haben wir mal schön in der Mitte durchgeschnitten. Einmal frei, noch schön rosig. Das sieht noch richtig gut aus. So soll das sein. Schöne Farbe hat das Ganze gekriegt. Jetzt schneiden wir uns hier einfach ein paar schöne Streifen herunter. Schneidet sie nicht zu dick. Man soll das ja auch noch alles nachher ein bisschen kauen können. Einfach schön hier runtergeschnitten. Oh, herrlich, das ist noch richtig schön saftig, das Fleisch. Einwandfrei ist das geworden, genau richtig. Wir hatten jetzt hier die Kerntemperatur von ungefähr 57, 58 Grad gehabt bei den einzelnen Stückern. Und könnt ihr auch nach Belieben machen. Entweder tut ihr es ein bisschen früher runter oder lasst es noch ein bisschen länger drauf. Je nachdem, wie ihr euer Fleisch haben wollt, wie ihr esst, ob ihr das eher Medium, Medium Well essen möchtet oder Medium Rare. Da bleibt ganz euch überlassen, wie ihr das jetzt macht. Das ist ja von jedem selbst der Geschmack davon abhängig, wie er es gerne essen möchte. So, jetzt geben wir hier unser Topping oben drauf. So, einfach ein bisschen hier drauf verteilen. Viel mehr braucht es auch schon gar nicht. Das hat nämlich ordentlich Wumms. Schön ein bisschen was drauf gegeben. Etwas so, ja. Dann haben wir noch unsere Kresse hier. Die verteilen wir jetzt noch schön hier oben drüber. Auch noch ein bisschen was dazu. So, ein bisschen was drauf gestreuselt. Wer sie nicht mag, lässt sie eben weg. Kann man auch ganz nach seinem eigenen Belieben gestalten. Entweder man macht sie drauf oder lässt sie weg. Wenn ihr lieber Schnittlauch mögt, könnt ihr den auch gerne nehmen. Und schon ist unser Roastbeef Sandwich fertig. Ein richtig schönes Teil geworden, würde ich sagen. Sieht auch richtig gut aus. Und jetzt müssen wir natürlich auch mal das Ganze ein bisschen probieren. Oh, ich sehe es schon kommen. Ich habe mich gleich wieder beschnuddelt. Beißen wir mal herzhaft da rein. Hm. Wirklich der Wahnsinn. Richtig geil. Sehr gut geworden. Schmeckt richtig klasse. Unbedingt einfach mal nachmachen, ausprobieren. Hm. Auch das Steak, das Schauspiel ist schön saftig, richtig gut geworden. Hm, klasse, echt, richtig toll. Einfach mal nachmachen, lohnt sich auf jeden Fall. Schmeckt richtig gut. Mit dem Sauerrahm-Topping hier noch oben drauf. Eine ganz tolle Sache. Probiert es unbedingt mal aus. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch schon. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Pascal.